Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Aufgabe für die Mitglieder einer Gruppe erstellen. Dazu begeben Sie sich bitte wieder auf lernsachs.de, klicken den Login-Button und melden sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort an. Begeben Sie sich in die Gruppe, in der Sie die Aufgabe stellen möchten. In der linken Menüleiste wählen Sie nun unter dem Unterpunkt Organisieren den Reiter Aufgaben aus. Sie gelangen in Ihre Aufgabenübersicht. Wählen Sie nun oben rechts Neue Aufgabe anlegen. Hier können Sie einen Titel sowie die Aufgabenstellung eingeben. Weiter unten können Sie dann fakultativ den Aufgabenzeitraum und/oder das Fälligkeitsdatum, die Deadline, bestimmen. Achten Sie darauf, dass das Häkchen im Feld bei allen Mitgliedern eingetragen gesetzt ist. Nach einem Klick auf Aufgabe speichern wird jedem Mitglied der Gruppe die Aufgabe angezeigt. Unter dem Punkt Erledigt können Sie sehen, wie viele Gruppenmitglieder die Aufgabe bereits erledigt haben. Wenn ein Gruppenmitglied die Aufgabe anklickt, werden alle Informationen zur Aufgabe auf einmal angezeigt. Über das Feld Als erledigt markieren kann die Aufgabe von den Gruppenmitgliedern quittiert werden. Sie erhalten so eine schnelle Rückmeldung, von wie vielen Gruppenmitgliedern die Aufgabe bereits erledigt wurde. Natürlich haben Sie keine Kontrolle darüber, ob die Aufgabe wirklich erledigt wurde und in welcher Qualität. Vergessen Sie am Ende nicht, sich über den Button Logout abzumelden. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.